Guten Morgen, heute ist der dritte Prozesstag in der Causa Buruk Terminal Tower. Gestern am Tag 2 war der große Tag der Staatsanwaltschaft. Die Anklage wurde in einer sehr komprimierten Form, muss man sagen, wiedergegeben und die Staatsanwälte haben sich vor allem an die Schöffen gewendet und sie haben dabei drei Botschaften mitgegeben, die hießen Gier, Geld und Geheimnis. Man hätte auch noch das Wort krasser dazu nehmen können. Sie haben die Anklage ganz prägnant zusammengefasst und die Schöffen im Wesentlichen und sehr unverblümt eigentlich zu einem Schuldspruch aufgefordert. Heute ist der Tag des Herrn Grasser bzw. seiner Verteidigung. Heute wird Norbert Wess, das ist der zweite Anwalt neben Manfred Eineter, aus der Gegenäußerung berichten. Die Gegenäußerung ist sozusagen die Antwort auf die Anklage, also wie sich Grasser frei beweisen will, wie das seine Anwälte nennen.